Dritter Spieltag, Bayern München gegen Garne Tova, Gruppenphase, Spieltag 3, los geht's. Kann man hier auch mal das Stadion wählen? Graslänge kurz, Zufall, Spielfeldzustand. Machen wir mal halt mal Zufall. Los geht's. Herzlich willkommen in der Allianz Arena in München. Herzlich willkommen, ich bin Marco Hagemann, ebenfalls anwesend, natürlich Hansi Küpper. Wir beide hier oben, eine wunderbare Konstellation auf dem Rasen, ich freue mich richtig. Ganz ehrlich, die UEFA Champions League-Hymne lässt Fußballherzen höher schlagen. So, dann würde ich mal sagen, dann fangen wir mal an. Los geht's. So. Damit sind wir im Spiel. Lewandowski. Mario Götze. Komm. Lahm. Ah, wo seid ihr alle? Mann. Der Ball ist durch. Renn! Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Go hier. Lewandowski. Nein, komm, schieß. Fuck. Ja, super. Ab nach vorne hier. Müller. Ja, komm, schieß doch. Lewandowski mit einem Traumtor. Ach ja, Traumtor, ja. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Nein, Mann, wo schießt der hin, ey? Die Einstellung stimmt, die Spielanlage stimmt. Sie haben die Chancen. Wann machen Sie endlich das Tor? Ja, der Tor kommt noch, hoffe ich mal. Wie heißt es doch so schön? Ja. Das Runde muss ins Eckige. Aber bisher hat noch keine der beiden Mannschaften diese berühmte Fußball. Boah, was war denn das, Alter? Ah, diesmal war es abseits. Och, ey. Das haben sie riskant gespielt, aber es ist gut gegangen. Er stand tatsächlich soeben im Abseits. Mario Götze läuft immer wieder ins Abseits, aber das macht er, weil er spekuliert. Irgendwann bleibt die Fahne unten und dann ist er durch. Na komm, ihr per den Ball, Alter. Das war wichtig, dass er gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Fuck, ey. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut, das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Ich sehe gerade, die Facecam hängt. Naja, kann ich jetzt nur schmachen, scheiße. Ach komm, geh doch da ran, Alter. Boah, ey. Ja, nee. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Spielstationen. Keines der beiden Teams konnte bisher den Ball im Tor unterbringen. Das ist Mario Götze. Die Tür ist spät. Wo sind denn die alle hier? Oh mein Gott, ey. Mario Götze. Nur Millimeter zum Tor. Und der Torwart schaut den Ball mit größter Erleichterung hinterher. Oh, hätte er nie und nimmer bekommen.
So eine Scheiße. Komm. FC Bayern München, nachlässig in der Ballsicherung. Oh, Thomas Müller, Mann, ey. Sensation. Scheiße. Auf geht's in die Kabinen, es ist Halbzeit. Die riegeln das Tor hermetisch ab, kein Durchkommen. Alle Achtung, das nenne ich resolute Defensivarbeit. 0:0, wir hoffen auf Tore in Durchgang 2. Ja, dass die Festcam hängt schon, oder? Also ey, kurz mal schon an, ey. Im nächsten Part funktioniert sie wieder. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren... Aber Ort jetzt... Shit. Keine Ahnung, warum die Facecam hängt, ey. Ach, Mann. Mario Götze. Oh shit, ey, komm, Wander. Na los. Hallo? Spürt ihr denn? Geht doch da ran. Was man ihnen hier vielleicht vorwerfen kann, ist mangelnde Kreativität. Der Spielzug verläuft im Sand. Oh, ey. Jetzt kann er die Flanke bringen. Weiß nicht, ob er so richtig zufrieden ist. Mann, ey. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ja, nicht hier, ey. Keine Tore, 0:0 bis hierhin. Ja, das kann nicht sein, gefährlich den Ball. Jerome Boateng. Lewandowski. Oh, shit. Kann doch nicht sein hier, ey. Mario Götze. Da ist die Chance. Götze! Großartig von Thomas Müller. Oh Mann, ey. Die Mannschaft war dicht gestaffelt. Genau das war das Problem. Deswegen hat der Torwart den Ball erst zu spät gesehen. Wurde auch Zeit, ey. Ja, sauber. Da steht er an der Seitenlinie und wartet auf seinen Einsatz. Er wird wohl in Kürze ins Spiel kommen. Und damit steht's 1:0. Komm, Ballermann, gehen noch in Rennen. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herrn. Das ist Mr. Zuverlässig. Ab in die Spitze. Komm. Ein langer Ball. Da kriegt er den Ball. Und bitte, Mario Götze. Ja. Yeah. Freunde, was für ein wunderbares Tor. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Das ist fast ein unmöglicher Winkel. Das hat er klasse gemacht. Sollte das eine Flanke werden oder ein Torschuss? Drin ist er jedenfalls. Sauber. Boah, der war schön eckig, ey. Aber richtig eckig. Geil. So muss das sein. FC Bayern München. Jetzt wird einem ganz bequemen 2 Tore Vorsprung. Das ist ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich müsste das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Aber die Betonung liegt auf eigentlich. Am Tor vorbei. Gar nicht schlecht, dieser Schuss aus der Distanz. Und er hätte ins Tor gehen können. Der FC Bayern München hat heute noch gar keinen Spieler von der Bank gebracht. Ja, braucht ja auch nicht. Komm, ran da. Nein! Ey, hallo, geht da einer mal ran? Hinterher hier. Jetzt könnte was gehen. Ist ein Idiot.
Ach, scheiße. Rafinha haut ihn nach vorn. Komm, der Ball war noch mal in Rinn hier. Mario Götze. Jo. Ja. Und rein da Ding. Mario. Yeah. Ja. Aber sicher kriegt dieses Ergebnis hier groteske Züge. Das sieht ganz einfach aus, aber da steckt eine Menge Trainingsarbeit hinter. Der Doppelpass und das Tor. Geil, Lomard. Wart geil. Und rein da Ding und zack, Alter. Sehr geil. Schon drin gekloppt, das Ding, Alter. Sieht so aus, als ob sich da ein Wechsel anbahnen würde. Ebenfalls steht ein Spieler an der Seitenlinie bereit. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Ey, was machst du denn da? Stand 3 zu 0. Bitte. Oh. Na komm, komm, komm. Oh, absolut keine Chance, diesen Riegel zu machen. Oh, nee. 4 Minuten gibt es dann doch noch oben drauf. Oh, shit. Viel mehr Chancen für einen Ausgleich werden sie nicht mehr bekommen. Jerome Boateng. Von Scheißding hier. Geil. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Was war das bitte schön für eine Vorführung heute? Ein Tor schöner als das andere. Der Gegner hatte heute nichts zu melden. Sie haben den Sieg eingefahren, sie haben knapp gewonnen und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Ja, knapp gewonnen. Ich glaube, der spinnt, Alter. Würde ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, dass dann die Facecam wieder dann funktioniert. Also, bis dann.